Heute nehme ich euch mit auf eine Reise ins Adventureland. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, es ist Zeit für ein neues Video und ich finde, wir sollten jetzt auch nochmal über etwas anderes reden und nicht nur über den 30. Geburtstag. Es waren so viele tolle Eindrücke, so viele Sachen, die ich euch zeigen konnte jetzt in den letzten Tagen, und es kommt auch noch ein bisschen was. Also in den nächsten Tagen kommt natürlich auch noch etwas Content zum 30. Geburtstag. Ich könnte stundenlang darüber philosophieren, euch noch Sachen erzählen und Tipps geben und habe Ideen ohne Ende. Aber ich finde, es wird auch Zeit, diese Reihe hier jetzt einfach mal wieder fortzusetzen. Und zwar gehe ich mit euch ja jedes Themenland im Disneyland Paris durch. Und wir haben ja schon die Main Street zusammen besucht, sind dort durch die Geschäfte geschlendert, durch die Restaurants. Wir waren auch schon im Frontierland, sind zusammen Phantom Manor gefahren, haben etwas über Thunder Mesa geredet. Und heute soll es um das Adventureland gehen. Denn da, ja, gibt es auch sehr, sehr viel zu erzählen. Viele Attraktionen gibt es dort tatsächlich nicht, aber es ist ein ganz besonderes Land, wie ich finde. Ich bin dort immer sehr, sehr gerne, gerade im Sommer, wenn alles grün ist. Und selbst im Winter ist dort alles noch grün, denn es ist sehr, sehr viel Bambus gepflanzt, der ja auch seine Blätter nicht wirklich verliert. Und ein Fun Fact ist, das ist tatsächlich nicht gelogen, das hat mir damals mal ein Cast-Member erzählt, als wir eine Führung durch das Disneyland Paris gemacht haben. Im Adventureland ist es immer 1 oder 2 Grad wärmer als im Rest des Parks im Winter. Und das liegt daran, dass der Bambus sehr, sehr dicht ist und die Wärme so ein bisschen speichert. Von daher ist es dort immer so ein Ticken wärmer als im Rest vom Park. Merkt man natürlich jetzt nicht, wenn es draußen 0 Grad sind und es sind ein paar Meter weiter 2 Grad, bekommt man das nicht so mit. Aber alleine dieser Fakt, dass das Bambus oder der Bambus diese Hitze oder was heißt Wärme speichert und dadurch diese Umgebung etwas wärmer ist, ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja, das Adventureland ist ein ganz besonderes Land. Es ist sehr, sehr dschungellastig. Es ist sehr, sehr 1001 Nacht angelegt. Es ist sehr groß, wie ich finde. Sehr, sehr weitläufig. Man kann sehr viel sehen. Aber ja, was ist mit den Attraktionen? Wie viele Attraktionen haben wir da? Haben wir besondere Attraktionen? Ja, haben wir. Eine der besondersten auf jeden Fall. Gibt es Geschäfte? Ja, natürlich gibt es auch da wieder Möglichkeiten zum Shoppen. Und ja, es gibt auch Möglichkeiten, gut zu essen. Und all das wollen wir jetzt heute in diesem Video besprechen. Fangen wir an mit den Attraktionen, fangen wir an mit der Abenteuerinsel Adventure Isle. Und ja, etwas ganz, ganz Besonderes, sehr, sehr schön, sehr, sehr viele Hängebrücken ist in der Nähe vom Skull Rock. Das ist dieser große Totenkopffelsen, wovon das Wasser so rauskommt, in der Nähe von Pirates of the Caribbean bei Captain Hooks Schiff. Dahinter findet ihr die Abenteuerinsel, Höhlen, wo ihr durchgehen könnt. Ist immer so ein bisschen gruselig für mich gewesen als Kind. Nochmal so ein kleiner Fun Fact, an Halloween bei den Partys sind da gerne mal Zombie-Piraten zu finden. Also das ist auch was Besonderes zur Halloween-Zeit oder zur Halloween-Party-Zeit dann. Ihr könnt über Hängebrücken laufen, ihr könnt über kleine Brücken, ihr könnt überall versteckte Ecken finden. Ihr findet die Höhle von Davy Jones. Es ist echt sehr, sehr schön gemacht. Jetzt nicht unbedingt die Mega-Attraktion, aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was anderes. Also diese riesengroße Hängebrücke, die da oben ist, ist so gar nicht mein Ding, denn die wackelt. Und die Leute machen sich natürlich daraus immer einen Spaß, darauf rumzuspringen, sodass das Ganze dann tatsächlich dann wackelt wie so ein Kuhschwanz, möchte ich jetzt mal ganz einfach so sagen. Und ja, da muss man schon wirklich schwindelfrei sein und etwas hartgesotten, wenn man da drüber laufen möchte. Aber das haben wir natürlich als Kind immer sehr, sehr gerne gemacht und heute auch immer noch gerne. Es ist zwar jetzt schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal dort war. Das war auch dann zur Halloween-Party, dass wir dann da durchgegangen sind. Aber ich finde, irgendwann habe ich ja gesagt, möchte ich mal alle Länder noch mal genau vorstellen, wenn ich dann auch vor Ort bin. Aber es kommt immer irgendetwas dazwischen. Jetzt ist es der 30. Geburtstag und es gibt immer irgendwie was anderes zu zeigen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen und dann werden wir auch zusammen mal Adventure Island oder die Abenteuerinsel zusammen besuchen. Weiter geht's mit Indiana Jones und der Tempel des Todes. Indiana Jones et la Tempel oder et la Tempel de Péril. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Ja, eine Bahn, die jetzt für mich persönlich jetzt so gar keinen Reiz hat. Es ist halt eine ziemlich kleine Achterbahn, möchte ich sagen. Sogar mit einem Looping drin, mit einem sehr, sehr schmalen Looping, sondern engen Looping. Und ja, man sitzt halt, glaube ich, mit 8 Personen zusammen in so einem großen Wagen. Und also es sind 2 Wagen.
Loren, kann man sagen. Das ist ja ein Tempel, wo man durchfährt. Und die Fahrt ist ziemlich kurz. Es sind, glaube ich, irgendwie 45 Sekunden, die man dann nur fährt. Und ja, nicht so wirklich spektakulär. Es ist so eine Mischung aus Wilder Maus und wie gesagt, so Mini-Achterbahn, keine Ahnung. Also es war noch nie irgendwie mein Fall. Anfang der 2000er ist diese Bahn rückwärts gefahren. Da war es dann halt eben nochmal so ein bisschen besonders, da war ich aber auch noch einige Jahre jünger und da hat mir das Ganze auch noch nicht so ausgemacht. Jetzt ist es immer so, ich finde die Bahn ist sehr, sehr eng, also jetzt nicht vom Sitzkomfort so am Oberkörper oder so, sondern nach vorne hin, also man hat mit den Beinen nicht so wirklich viel Platz und hängt irgendwie gefühlt mit den Knien immer direkt vorne an dieser Abtrennungswand, was immer sehr, sehr unangenehm ist, wie ich finde. Und ich bin aber jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre tatsächlich da nicht mehr mitgefahren, weil wie gesagt, sie hat für mich absolut keinen Reiz. Es wird natürlich auch wieder Fans davon geben, die diese Bahn lieben. Viele Leute, die natürlich das Disneyland das erste Mal besuchen, müssen die, also probiert es auf jeden Fall aus, vielleicht ist es ja genau euer Ding, aber wie gesagt, meins ist es so überhaupt gar nicht und es ist immer, wenn ich gefragt werde, welche Attraktion würdest du dir wünschen, wo weggemacht wird, also die zerstört wird und wo dann was Neues hingestellt wird, und da sage ich immer Indiana Jones. Von der Aufmachung her, vom Theming her, sieht es natürlich sehr, sehr schön aus, gerade abends. Es gibt Feuerfackeln, die dort sind, diese Cobra-Skulpturen, es sieht wirklich aus wie so ein Dschungeltempel, also das ist wirklich sehr schön gemacht vom Aussehen her, aber jetzt absolut nichts Besonderes, was ich unbedingt dann empfehlen könnte. Es ist nicht die spektakulärste Achterbahn, es ist, glaube ich, eine der kürzesten, die ich jemals gefahren bin, aber probiert es, wie gesagt, selbst aus. Und wenn ihr sie fahrt oder wenn ihr sie gefahren seid, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wie ist eure Meinung zu Indiana Jones. Kann es bleiben oder kann das weg? Weiter geht's mit dem Baumhaus der Schweizer Familie Robinson. Also, von allen Seiten im Adventureland könnt ihr diesen großen Baum sehen, wo das Baumhaus der Schweizer Familie Robinson zu finden ist. Das ist auch jetzt nicht die besonderste Attraktion, nicht spektakulär. Ihr könnt einfach ein paar Stufen, also es sind schon einige Stufen, hochlaufen und könnt euch praktisch dieses Baumhaus dann ansehen. Ihr könnt es besuchen und seht dann so einzelne Szenen, wo die Schlafzimmer sind, Wohnzimmer, Küche, wo gekocht wurde und so. Ist schön, man hat eine schöne Aussicht über das Adventureland, kann von dort oben auch schöne Fotos machen vom Schloss, ist ganz, ganz besonders. Und Gerüchte besagen, dass wenn man ganz nach oben geht und im Dunkeln in eine gewisse Richtung schaut, in Richtung Paris, kann man sogar den Eiffelturm sehen. Das ist tatsächlich so. Gerade abends, wie gesagt, ist es sehr, sehr einfach, denn der Eiffelturm hat ja oben wie so ein Leuchtturm, so ein Drehlicht, was sehr, sehr weit strahlt. Das könnt ihr tatsächlich von dort oben aus sehen, wenn natürlich die Sicht dann das auch erlaubt. Jetzt gerade im Winter, wenn es oft sehr, sehr nebelig ist oder so, ist das natürlich etwas schwieriger. Aber im Sommer geht da mal hoch, gerade abends, wenn es so ein bisschen dämmert oder es dann vielleicht sogar schon dunkel ist, weil der Park hat ja ab 2. April bis um 23 Uhr auf. Das ist schon echt krass. Und ja, schaut es euch dann mal an. Vielleicht entdeckt ihr ja den Eiffelturm oder habt ihr ihn auch schon mal gesehen? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Viele Leute glauben mir das immer nicht, wenn ich darüber erzähle, aber ich habe es schon einigen bewiesen und Kevin von Vivi Bing ist da immer so ein bisschen skeptisch und sagt, nee, das ist bestimmt nicht möglich, sondern ja, doch, es ist möglich. Also ihr könnt von da tatsächlich den Eiffelturm sehen. Ja, dieser Baum ist sehr, sehr besonders, denn es ist kein echter Baum, es ist ein komplett künstlicher Baum mit was weiß ich wie viel hunderttausenden künstlichen Blättern. Sieht wirklich schön aus, ist ein schönes Fotomotiv, gerade weil es so grün ist und so, erinnert so ein bisschen an diesen Tree of Life im Animal Kingdom, aber nur so entfernt. Also nicht jetzt, ist nicht jetzt die 1:1 Kopie davon. Ist sehr, sehr schön, ist sehr, sehr aufwendig gemacht, das muss man schon sagen, ist auch sehr, sehr groß, also auch in der Breite her, aber es ist jetzt nicht das, was, glaube ich, irgendjemanden vor dem Ofen hervorlocken würde, wenn ihr jetzt so ein Theming Enthusiast seid, also wenn ihr das gerne mögt, wenn Sachen schön thematisiert sind und so, dann schaut es euch auf jeden Fall an, weil es gibt so viele tolle Details, die Musik ist schön und das ist echt nett gemacht, aber wenn ihr jetzt so eher diese Thrill-Ride Fraktion seid, also wenn ihr Action braucht, dann seid ihr auf jeden Fall auch dort nicht richtig, aber wie gesagt, wenn ihr Zeit habt und ihr dort seid, es ist nie wirklich viel los dort, also ihr habt keine riesengroßen Warteschlangen, vielleicht ein bisschen, dass ihr ein bisschen Abstand habt zu den anderen, besucht auf jeden Fall auch das Baumhaus der Schweizer Familie Robinson. Ja, es gibt noch etwas zu besuchen, das im Adventureland gibt es sehr, sehr viel zum Ansehen, also nicht wirklich viel zum Fahren, da gibt es halt nur 2 Sachen, kommen wir gleich dann nochmal dazu, eine Sache haben wir ja schon besprochen, Indiana Jones, und es gibt noch zum Ansehen La Passage Enchantée d'Aladin, das ist diese Aladin-Passage direkt am Torbogen vom Adventureland, also wenn ihr beim Schloss, vor dem Schloss steht und geht links rüber, habt ihr ja schon diesen großen Adventureland-Torbogen mit diesen blauen Farben, wo Adventureland steht, wo die Fackeln leuchten. Wenn ihr da
wieder durchgeht und geht dann direkt auf die linke Seite, findet ihr die Passage von Aladdin. Auch das ist jetzt nichts mega Besonderes, es ist nett gemacht, das fand ich damals in den 90ern schon ziemlich cool. Ihr geht einfach in dieser Passage, es ist wie so eine kleine Einkaufspassage, eben ganz, ganz klein, und überall sind solche Schaufenster, wo praktisch die Geschichte von Aladdin erzählt wird. Mit beweglichen Szenen auch, sehr, sehr schön beleuchtet, auch echt sehr, sehr schön gemacht, mit ein paar schönen Lichteffekten und so, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzugehen. Kinder sind da oft sehr, sehr von begeistert, weil es da auch sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Aber es ist jetzt halt eben, wie gesagt, auch wieder nicht diese Mega-Attraktion, die man unbedingt gemacht haben muss, sondern das sind alles solche Dinge, genauso wie das Haus, das Baumhaus der Schweizer Familie Robinson, die man so machen kann, wenn der Park sehr, sehr voll ist, wenn jetzt, was weiß ich, bei Big Thunder Mountain wieder 2 oder 3 Stunden Wartezeit sind, dann kann man auch gerne solche kleinen Sachen mal machen, weil, wie gesagt, in dieser Passage von Aladdin, da ist nicht viel los, beim Baumhaus ist nicht viel los und so gibt es überall so kleine Trampelpfade oder kleine Sachen, die man so entdecken kann, um sich auch ein bisschen zu unterhalten. Und dazu gehört dann auch diese La Passage Enchantée de Aladdin. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. 2 Dinge haben wir noch, die es noch im Adventureland zu entdecken gibt. Einmal haben wir noch Pirates Beach. Das ist einfach nur ein Spielplatz für Kinder. Jetzt auch wieder nichts Großartiges, aber für Kinder sehr, sehr viel wert, weil ihr könnt da gerne mal eine Pause machen, euch mal hinsetzen, was trinken, vielleicht eine Kleinigkeit essen und dann die Kinder auf den Spielplatz schicken. Ist sehr schön, gerade mit dieser schönen Umgebung aus dem Adventureland. Da kann man ruhig mal eine Rast machen und vielleicht auch mal ein bisschen durchschnaufen, wie auch kann man dann wieder mit verbinden, wenn der Park sehr, sehr voll ist oder so. Sucht euch solche Ecken. Das sind solche Ecken, die nie wirklich, wirklich überlaufen sind, weil klar, diese großen Plätze, wo dann noch irgendwelche Snacks-Restaurants sind oder auch Counter-Restaurants, wie meinetwegen das Videopolis oder das Hyperion, da ist natürlich immer sehr, sehr viel los. Aber diese versteckten Ecken, es gibt immer so viele Möglichkeiten, sich irgendwo mal hinzusetzen, mal ein bisschen durchzuschnaufen, wo auch wirklich nie so viele Leute sind. Und dazu gehört auch Pirates Beach im Adventureland. Ja, und zu guter Letzt gibt's natürlich dann auch noch das Highlight im Adventureland, die Masterpiece-Attraktion, nenne ich sie jetzt einfach mal, und zwar Pirates of the Caribbean. Und ja, das ist natürlich etwas, das ist mega besonders. Ich glaube, jeder von euch, der diese Attraktion kennt, der liebt sie. Es ist eine Wasserthemenfahrt, nenne ich sie jetzt mal. Es ist keine Wasserbahn. Oft wird sie ja von Leuten als Wasserbahn beschrieben, aber das auch nur, weil man zweimal so eine kleine Abfahrt hat. Aber es ist nicht wirklich eine Wasserbahn. Es ist mega toll thematisiert. Alleine schon die Warteschlange ist für mich absolutes Highlight mit den Geräuschen, mit der Musik, wie es dunkel wird, diese Höhlen, die man sehen kann, diese Skelette von Piraten. Es ist einfach ein absolutes Highlight. Ihr müsst das unbedingt besuchen. Also wenn ihr überhaupt gar nicht wisst, wovon ich jetzt hier gerade spreche, dann auf jeden Fall, ihr dürft es nicht verpassen. Also wenn ihr im Disneyland Paris seid, ihr müsst auf jeden Fall Pirates of the Caribbean besuchen, weil das ist auch so eine ikonische Attraktion. Das ist nicht einfach irgendetwas, sondern diese Attraktion gibt es tatsächlich in jedem Disney Park. Und in jedem Disney Park ist sie auch so ein bisschen anders. Und wir haben tatsächlich bei uns das Besondere, dass wir 2 kleine Abfahrten haben. Und wenn ihr Fans von Jack Sparrow seid, dann habt ihr auch die Möglichkeit, dort Jack Sparrow zu entdecken. Also die Leute, die die Fahrt kennen, die wissen ja genau, wovon ich spreche. Und das Tolle ist, dass ihr am Anfang auch an einem Restaurant vorbeifahrt, und zwar an Captain Jacks Restaurant. Dazu kommen wir aber dann gleich dann nochmal. Ja, es gibt bei Pirates so viele tolle Sachen zu entdecken. Ihr müsst einfach mal schauen, wenn ihr zum Schluss in der Höhle seid, wo der große Schatz ist, und ihr schaut auf der linken Seite nach oben über dieser Schlafraum des Captains, wo dieses Skelett im Bett sitzt. Wenn ihr nach oben schaut, könnt ihr tatsächlich manchmal die Disneyland Railroad sehen, denn die fährt dort durch. Also wenn ihr selber mal mit der Railroad gefahren seid, dann fahrt ihr hier durch diese Piratenhöhle durch und könnt sogar in Pirates of the Caribbean reinschauen. Es gibt so viele Sachen dort zu entdecken. Also heute ist es immer noch so, dass ich da oft durchfahre und dann schaue und überlegen muss, habe ich das überhaupt schon mal gesehen? Ist es vielleicht neu? Hat sich da irgendwas geändert? Also es ist so groß, es ist so umfangreich und definitiv, wie gesagt, eine meiner Lieblingsattraktionen im Disneyland Paris, und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Weiter geht's mit den Restaurants. Ja, ihr müsst natürlich auch nicht verhungern, wenn ihr im arabischen Flair, im Dschungel oder im karibischen Flair im Adventureland rumlauft, denn es gibt auch tolle Restaurants, und wir haben es gerade schon angesprochen. Captain Jacks Restaurant in Pirates of the Caribbean. Der Eingang zu diesem Restaurant befindet sich praktisch am Ausgang von Pirates of the Caribbean. Da ist auch ein Shop. Pirates Treasures heißt er, glaube ich. Und ja, da könnt ihr dann schön essen gehen bei den Piraten. Es ist ein mega schönes Restaurant.
eins meiner Lieblingsrestaurants, denn ihr sitzt praktisch in den Kulissen von Pirates of the Caribbean. Es sind keine Figuren oder so oder sowas um euch rum, aber ihr sitzt praktisch im Dunkeln, ihr hört die Geräusche aus der Karibik, es ist sehr, sehr schön warm, es ist wie so Lodges gemacht, also ihr sitzt dann schön an einem kleinen Tisch, wenn ihr Glück habt, habt ihr sogar einen Tisch am Wasser, wo die Boote von Pirates of the Caribbean dann direkt an euch vorbeifahren. Es ist mega schön, ab und zu könnt ihr dort sogar Captain Jack treffen, also der dann manchmal da durchgeht und die Gäste persönlich begrüßt in seinem Restaurant. Ihr müsst am Anfang, wenn ihr in dieses Restaurant geht, eure Säbel abgeben. Also wenn ihr einen guten Cast-Member da habt, dann gibt es auch so eine kleine Geschichte am Anfang. Was gibt es dort zu essen? Ja, es ist sehr, sehr karibisch-lastig. Gesagt karibisch? Karibik-lastig? Keine Ahnung. Also es gibt karibisches Essen. Es gibt viel mit Fisch, es gibt Lamm, es gibt Rinderfilet. Es ist nicht günstig, das muss man ganz klar sagen. Es fängt an bei 40 Euro mit dem Menü bis, glaube ich, 60 oder 70 Euro. Aber das ist wieder so eins der Restaurants, wo man, wenn man einen besonderen Anlass hat oder wenn man sich tatsächlich mal was gönnen möchte, und dann müsst ihr auf jeden Fall dieses Restaurant besuchen. Es ist einfach mit einem Cocktail dort zu sitzen, in dieser schummrigen Umgebung, gerade im Winter für mich so ein absolutes Highlight, weil da fühlt man sich irgendwie immer wie im Urlaub. Also ich meine, jemand, der da von euch schon mal essen war, kann das bestimmt bestätigen. Es ist tatsächlich immer so eine Art Urlaubsfeeling. Es fühlt sich an, als ob man wirklich draußen sitzen würde, weil man, das Ganze ist alles so gut verschachtelt und die Lichttechnik und die Decke und sowas alles so gut versteckt, dass man wirklich dieses Gefühl hatte oder hätte oder hat im Urlaub zu sitzen. Also solltet ihr auf jeden Fall mal testen, geht mal in Captain Jacks Restaurant, aber ihr müsst da auch darauf achten, dass ihr wirklich früh genug einen Tisch besucht, bestellt oder reserviert, und fragt einfach mal ganz vorne am Counter ganz gerne nach, ob ihr vielleicht einen Tisch am Wasser haben könnt, denn das ist immer sehr, sehr schön und die Leute sind auch oft sehr, sehr höflich, die fahren dann mit dem Bötchen an euch vorbei und wünschen euch dann Bon Appetit oder guten Appetit. Ja, also es ist, wie gesagt, eins meiner Highlights. Das Restaurant war damals bekannt als Blue Lagoon, wurde aber dann irgendwann umbenannt, wo dann auch Captain Jack in die Pirates of the Caribbean Bahn integriert wurde. Seitdem ist es dann jetzt Captain Jacks Restaurant. Ja, was haben wir dann noch? Wir haben das Café de la Brousse. Das ist kein wirkliches Restaurant, sondern das ist eher so eine Art Snack-Counter. Sehr, sehr schön gelegen. Ihr geht auch jetzt durch, meinetwegen, also um euch jetzt zu beschreiben, wo das zu finden ist, durch das Haupttor des Adventurelands. Und wenn ihr einfach dann ganz vorne nach durchgeht, dann seht ihr schon so ein Schild Café de la Brousse. Es geht so ein paar Treppenstufen nach unten und dann seht ihr das schon. Da sind einfach so ein paar Tische aufgestellt draußen, ein paar Schirme vielleicht, um vor der Sonne zu schützen. Und dann habt ihr da einfach nur so ein Counter, das erinnert mich immer so ein bisschen an Freibad, habe ich letzte Woche noch genau so beschrieben, wo einfach nur so ein Fenster auf ist, wo man sich etwas bestellen kann. Die Auswahl dort ist wirklich sehr, sehr gering. Es gibt dort aber sehr, sehr gute Chicken Filets, Chicken Nuggets oder, keine Ahnung, Stripes, wie man sie nennt. Sehr, sehr gut in einem Menü mit Chips dabei und mit einem Getränk für 11 Euro ungefähr. Es gibt seit letzter Woche den Original Pineapple Whip dort zu kaufen und im Moment, glaube ich, ist er auch tatsächlich nur dort zu kaufen. Also die Auswahl ist wirklich sehr, sehr gering, aber es ist gerade im Sommer ein mega schöner Ort, auch wieder, da ist es auch nie wirklich so voll, also auch da im Hochsommer, im Hochbetrieb zur Hochsaison, bekommt man da meistens immer noch irgendwo einen schönen Tisch, und wie gesagt, alleine schon diese Chicken Stripes sind so gut, also da kann ich dir auf jeden Fall, das kann ich empfehlen, und ihr müsst den Pineapple Whip testen, den haben wir letzte Woche ja getestet, obwohl es gefühlt minus 200 Grad waren, haben wir trotzdem dann da gesessen, haben diesen Pineapple Whip probiert. Mega, mega lecker. Leute und Fans aus Disney World oder Disneyland in Kalifornien kennen das ja bereits. Und es gab ja auch schon mal den Mango Whip im Disneyland Paris zu kaufen. Wie, ich müsste das jetzt euch mal irgendwie beschreiben für die Leute, die das jetzt nicht kennen. Es ist einfach nur eine Art Soft-Eis mit Nektar von Ananas oder jetzt, damals war es der Mango Whip, da war es dann Mango. Das ist aber so integriert und so geswirlt, also mega, mega lecker. Also googelt danach einfach mal oder schaut euch meinen Vlog von der letzten Woche an, wo wir sonntags da waren. Da haben wir es ja getestet, da seht ihr es dann nochmal ganz genau. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Alle, die ihn probiert haben in der letzten Woche, waren da wirklich begeistert. Und schaut einfach mal im Café de la Brousse vorbei und testet es selbst.
Ja, es geht weiter mit dem Hakuna Matata. Ja, es gibt ein Restaurant oder ein Snack-Counter, der sich Hakuna Matata nennt. Und das ist, wenn ihr vor dem Café de la Bruce steht und dann in Richtung Frontierland lauft oder in Richtung Indiana Jones, einfach so links rum, dann lauft ihr direkt dran vorbei. Ihr seht, das ist sehr, sehr groß, Hakuna Matata. Dort bekommt ihr auch sehr, sehr afrikanisches, orientalisches Essen, möchte ich jetzt mal gerade sagen. Ihr bekommt Kebab, ihr bekommt auch dort wieder so Hähnchenteile, verschiedenste Sachen. Da haben wir auch ein Video letztes Mal von gemacht, wo wir vor 4 Wochen oder vor 5 Wochen dort waren. Da waren wir dort essen. Schaut da auch gerne mal rein, um da ein bisschen zu sehen, was da zu essen gibt. Da sind die Schlangen oft sehr, sehr lang, gerade am Mittag, weil dieses Restaurant ist einfach dermaßen präsent und so, so groß, dass die Leute natürlich dann alle dorthin laufen und sich dann dort ihr Mittagessen oder ihr Abendessen kaufen wollen. Kann ich es empfehlen? Jein, kann man mal machen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das muss man unbedingt, darf man nicht verpassen. Aber wenn nichts anderes mehr frei ist und wenn alles andere total überlaufen ist oder so, dann gehen wir auch ganz gerne mal ins Hakuna Matata. Wenn ihr aber am Hakuna Matata weiter durchgeht, dann seht ihr schon dieses, ja, ich sag mal wieder Lodge. Das sieht aus wie so eine afrikanische Lodge und da steht dann Colonel Hartys Pizza Outpost. Und was es dort zu essen gibt, das sagt ja auch schon der Name. Und es ist tatsächlich so, dass ich in den 30 Jahren, die ich in Disneyland Paris jetzt war oder hingefahren bin, noch nie dort irgendetwas gegessen habe. Also ich kann euch darüber jetzt gar nicht so wirklich viel erzählen. Ich weiß, dass es Pizza gibt und es gibt Lasagne, aber Pizza Outpost lässt das ja dann auch schon fast... Es liegt ja auf der Hand, was es dort zu essen gibt. Ob es gut ist, ob es nicht gut ist, ich habe keine Ahnung. Ich war dort schon mal drin für ein Fotoshooting, damals bei einem Presse-Event zum Jungle-Event damals, 2019 war das. Aber gegessen habe ich dort noch nie. Ich nehme es mir immer wieder mal vor und wir hatten das letzte Mal auch vor und da war es aber geschlossen. Und vielleicht werden wir es mal jetzt demnächst im Sommer mal ausprobieren, damit ich euch darüber dann auch mal ein bisschen mehr erzählen kann. Obwohl ich sagen muss, dass ich nicht so wirklich der Fan bin von der Pizza, die es im Disneyland Paris so zu kaufen gibt. Bei Bella Lotte im Fantasyland gibt es ja auch Pizza. Und das ist halt so Fertigboden und den Käse, den die so benutzen. Und dann sind da mal Oliven und sowas drauf. Ist so gar nicht mein Ding. Von daher mal schauen, was es da sonst noch so gibt. Und da werde ich mir auf jeden Fall, da werde ich für euch mal hingehen, um das mal zu testen, um da vielleicht dann auch ein bisschen mehr darüber erzählen zu können, über Colonel Hartys Pizza Outpost. Ja, dann haben wir natürlich noch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Ein Highlight für viele Leute, die das Adventureland lieben und mögen, und zwar Agrabahs Café. Auch das findet ihr ganz vorne am Eingang vom Adventureland, wenn ihr durch den großen Torbogen geht, direkt auf der rechten Seite gegenüber praktisch von der Aladdin-Passage. Dort ist dann das Agrabah Café. Das ist vom Setting her sehr, sehr schön. Es fühlt sich wirklich an, in Agrabah zu sein, als ob ihr so in so kleinen Häuserschluchten rumlauft, wirklich tausend und eine Nacht halt. Von vorne bis hinten. Es ist ein Buffet-Restaurant. Es gibt dort Buffet, natürlich ein sehr, sehr orientalisches Buffet. Sehr viel Hummus, sehr viel mit Kichererbsen, Lamm etc. Ist auch so eins der Restaurants, wo ich nie hingehe, weil ich nicht so der Fan von orientalischem Essen bin. Ich vertrage das nicht so wirklich ganz gut. War dort aber auch schon einige Male. Zuletzt aber, das war ein Silvestermenü und da gab es dann halt eben so besondere Sachen, wie auch Rinderfilet und Fisch und sowas. Das war halt eine sehr, sehr teure Sache damals. Am 31.12.2015 oder so war das. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also dort kann man wirklich schön sitzen. Es gibt sehr, sehr viele Fans. Also viele Leute sagen, dass es das beste Buffet-Restaurant ist im Disneyland Paris. Man muss es natürlich mögen. Wenn man offen ist für orientalisches Essen, dann ist das bestimmt ein Highlight. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt dorthin gehen würde, ich würde definitiv satt werden. Auch dort würde ich irgendwas finden. Und wenn ich mich von Salat oder sonst irgendwas in Fleisch dann ernähren würde. Aber... ja, wie gesagt, ich hab's schon lange nicht mehr getestet, werde das vielleicht dann auch dieses Jahr dann nochmal angehen und das Ganze dann auch nochmal oder dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Aber es ist halt bei mir immer so eine Sache mit, es wird viel mit Olivenöl dort gekocht und ich vertrage absolut kein Olivenöl und das ist immer so ein großes Problem. Und wenn man dann mittags oder so vielleicht dann dort essen geht im Buffet und hat dann den ganzen Tag irgendwie Bauchschmerzen, ist das natürlich immer sehr, sehr blöde und deswegen meide ich dieses Restaurant meistens immer. Aber es ist ein großes Highlight, es ist sehr, sehr schön, es ist vom Setting her, glaube ich, eins wirklich der schönsten Restaurants.
Restaurants, das muss man ganz klar so sagen. Es ist sehr, sehr gemütlich. Es ist auch nicht irgendwie unruhig, weil es so verwinkelt ist. Also man sitzt immer so, man kann Glück haben und sitzt so ein bisschen für sich. Das Buffet ist sehr, sehr groß. Es ist sehr, sehr gut auseinandergezogen. Also ja, testet es mal aus. Wart ihr schon selber mal im Akraba Café? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder habt ihr es vor, mal zu buchen? Auch da ist es wie beim Captain Jack's Restaurant. Ihr müsst auf jeden Fall früh genug reservieren, denn da ist natürlich immer sehr, sehr viel los. Ihr könnt natürlich auch, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, einfach mal, wenn ihr Hunger habt und ihr habt jetzt keine Reservierung, geht einfach mal vorne zum Counter und fragt vielleicht, ob ein Tisch frei ist. Manchmal ist das so, wenn Leute ihre Reservierung nicht einlösen oder nicht auftauchen, dann habt ihr vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt Glück und könnt dann dort irgendwo einen Tisch einnehmen. Eine Sache fehlt natürlich jetzt auch noch für angehende Piraten oder Aladdins oder Jasmins auf dieser Welt. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten zum Shoppen. Und natürlich gibt es ja jetzt nicht diese mega großen Läden. Es gibt den Laden auch direkt wieder am Anfang von Adventureland mit dieser Giraffe. Ich habe diesen Namen jetzt einfach nicht im Kopf. Ihr kennt es aber, wenn ihr dort reingeht, da schaut so eine riesengroße Giraffe raus. Das ist, ihr geht durch einen großen Torbogen raus, auch wieder gegenüber von dem Agrabah Café, wo wir gerade drüber gesprochen haben, oder auch der Aladdin Passage, dort seht ihr dann schon draußen stehen dann meistens auch immer irgendwelche Wägen, wo man dann Adventureland-Merch kaufen kann. Es gibt ein Geschäft direkt bei Indiana Jones, also wenn ihr bei Indiana Jones rausgeht, das ist auch so wie so ein Counter-Geschäft, also so ein kleiner Stand, wo ihr dann auch wieder Sachen thematisiert zu Indiana Jones kaufen könnt oder was weiß ich, dann bekommt ihr King Louis und ihr bekommt Car oder sowas dort zu kaufen. Es gibt ein Geschäft, was ich eigentlich noch das Highlight finde im Adventureland von den Geschäften, und zwar am Ausgang von Pirates of the Caribbean, also wenn ihr rausgeht an dieser Fotopoint-Dingsbums da vorbei, also wenn ihr eure On-Ride-Fotos holen könnt, dann kommt ihr direkt in diesen Laden rein, der sehr, sehr schön designt ist mit einem riesengroßen Kamin, und dort bekommt ihr natürlich ganz, ganz viel Merch zum Thema Piraten. Es gibt auch tolle Figuren dort zu kaufen. Ist sehr, sehr schön, also schaut da gerne mal vorbei. Da ist immer sehr, sehr viel los, weil gerade für viele Piratenfans ist es das, glaube ich, das Schlaraffenland. Und ja, das war es auch jetzt schon mit den Geschäften, die mir so einfallen würden. Es gibt natürlich immer wieder mal so kleine Counter, wo man dann was kaufen kann. Aber jetzt so ein riesengroßer Laden, wie das meinetwegen der Santa Mesa Store ist oder das Emporium, sowas werdet ihr dort nicht finden. Ist aber auch gar nicht nötig, weil wir müssen ja jetzt auch mal Butter bei die Fische machen, denn egal, was man im Disneyland so zu kaufen bekommt, man bekommt alles irgendwie nochmal im Emporium zu kaufen und das meiste Zeug dann auch vielleicht dann draußen nochmal in World of Disney. Aber es ist halt eben schön, dass diese einzelnen Geschäfte dann auch nochmal thematisiert sind und dass es dann auch noch dieses thematische Merch dann da auch nochmal so in einem Kern zu kaufen gibt. Also das ist halt eben das, was ich euch über die Geschäfte sagen kann. Viel mehr gibt es da eigentlich, glaube ich, gar nicht zu berichten, weil ja, mehr ist da auch gar nicht so zu finden. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem Adventureland, und das Video ist jetzt schon wieder viel länger geworden, als ich überhaupt geplant habe. Ich habe nicht gedacht, dass ich über das Adventureland, wo es ja jetzt eigentlich gar nicht so viele Attraktionen gibt, so lange reden kann, aber ja, es ist halt, wenn ich über das Disneyland Paris rede, dann fallen mir immer so viele Sachen ein und dann muss ich das einfach wiedergeben, und ja, ich hoffe, es ist für euch okay, und ich hoffe auch, dass euch das jetzt hier wieder gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst bitte ein Abo da. An dieser Stelle muss ich mich hier jetzt auch erstmal bedanken bei euch für über 2000 Abos. Das ist einfach nur mega, mega cool. Vielen Dank dafür. Ich habe diesen Kanal im letzten Jahr so wirklich gestartet. Im Mitte Juni war es. Mitte Juni 2021. Und wir haben jetzt gerade März 2022 und der Kanal hat schon über 2000 Abos. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Mir macht das wirklich Spaß, weil ich beschreibe das immer wieder und sage, diese Informationen, die ich hier für euch lasse, die bleiben hier immer bestehen. Ich mache natürlich auch noch Instagram, und Instagram mache ich nach wie vor auch sehr, sehr gerne, aber die Informationen gehen dort meistens dann irgendwann verloren. Gerade in Stories, nach 24 Stunden sind sie weg. In die Highlights, da guckt kein Mensch rein, da müssen wir auch mal ehrlich sein, und im Feed, der arbeitet sich halt eben immer weiter so nach unten und irgendwann verschwinden die Informationen dort auch. Hier bei YouTube ist das immer so ein bisschen anders, also da könnt ihr immer noch mal alles euch dann anschauen, egal was ihr sucht, ihr werdet dann irgendwo was finden. Ich mache weiter auf jeden Fall, das ist versprochen, es wird noch ein sehr, sehr aufregendes Jahr für mich persönlich und auch im Disneyland Paris und auch in den anderen Freizeitparks.
Ja, mehr gibt es jetzt gar nicht mehr zu sagen. Doch, eins noch. Aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns auch ganz, ganz bald wieder. Vielleicht mal in einem anderen Freizeitpark. Das wäre ja auch mal schön. Ich habe es jetzt noch nicht fest geplant. Mal schauen, was sich da noch so entwickelt vielleicht in dieser Woche. Möchte jetzt natürlich noch nichts versprechen, aber man weiß ja nie. Ja, bis dahin sehen wir uns dann garantiert noch mal wieder im Laufe der nächsten Woche. Und ja, ich sage jetzt einfach nur bye bye und auf Wiedersehen.